Ja, moin. Dramatische Pause nach zwei Wörtern. Shit, hier muss es ja um was Besonderes gehen. Ja, so ist es auch. Die vier Buchstaben R4NX stehen jetzt schon eine Weile vor meinem Namen und extrem viele fragen sich, warum und was das eigentlich für ein useless Zeug ist. Na, genau dafür bin ich heute da, aber wenn ihr glaubt, dass ich euch in diesem Video nur den Ursprung erkläre, habt ihr aber gewaltig geintet. Daraus folgend gibt es nämlich ein viel zu nices Announcement, aber erstmal zum Content. Es ist April 2013 in einer Stadt in Schleswig-Holstein, die sich jetzt so hoch schimpft, immerhin schon ein paar ruhmreiche Auftritte auf 9gag hatte, sitzen zwei hobbylose Spasten in ihren Zimmern und spielen einen Großteil ihrer Freizeit seit Minecraft, Black Ops 2 und Battlefield 4 miteinander. Die größte Sorge war das rechtzeitige Raustappen, wenn die Eltern reinkommen, die größte Katastrophe, wenn man kurz vorm Abendessen in eine neue Online-Runde gegangen ist, sorgloses Schulleben, wie man das halt kannte. Spaß Nummer 1, namentlich Jan, und Spaß Nummer 2, namentlich Lukas, haben immer verdammt viel Spaß beim Zocken und da beide sowieso seit 2011 YouTube-Addict sind und auch jeweils schon zwei eigene Kanäle hinter sich hatten, beschlossen sie also zusammen einen Gaming-Channel aufzumachen. Der Name war schnell klar, Ravenetic sollte das Ding heißen, denn A, haben meine Eltern mal drüber nachgedacht, mich Raben zu nennen, und B, klang das einfach cool. Mit anfangs Start-Stop-Aufnahmen, bald aber auch dem Funny-Moments-Format, machten die beiden also nach und nach mehr Videos. Spaß Nummer 2 hatte zu diesem Zeitpunkt auch sein Best-of-Pizmi-Channel am Laufen und konnte deswegen immer ganz unauffällig Viewer zu seinem Gaming-Kanal rüberschicken, und das lief teilweise eigentlich auch ganz gut. Nach vielen Gamertag-Eskapaden entschied man sich dann auch für einen endgültigen Clan-Tag, sowas hatte 2014 in COD-Zeit nämlich noch Bedeutung, ja, glaube ich auch nicht mehr. Und da sich der Channel-Name aber irgendwie nicht so wirklich in Buchstaben aufteilen ließ, entstand eine einfache 4-Buchstaben-Kombination R4NX Ravenetics. Mit dieser Kombination liefen die beiden also erstmal desorientiert in der Gaming-Welt rum, machten mal regelmäßiger Videos, mal auch nicht, da hat sich zu heute also auch wieder nichts geändert, haben beim Minecraft-Event mitgemacht, spielten Garry's Mod mit einer Truppe, die sich später Troubletown nennen sollte, und irgendwie kam dann die goldene Ära mit CSGO dazu. Dieses Spiel sorgte für unfassbar viel Content auf dem Channel, irgendwann nahm die Spannung aber ab, Videos kamen seltener und letztlich vielleicht eins alle drei Monate. Ravenetics lief über 338 Videos von 2014 bis 2018, 4 Jahre, die für zwei Spasten einfach mit die besten ihres Lebens waren. Nie richtig erfolgreich, aber mit unfassbar viel Spaß und einer Menge Erfahrung, die daraus entstand. Die Spasten zockten immer noch zusammen, nun aber irgendwie nur noch LOL, und einer der beiden machte auch immer noch diese Best-ofs. Videos ergaben sich irgendwie keine mehr, aber beide verbanden einfach viel zu viel mit dem Kanal und der Historie, und daher behielten sie den Kürzel R4NX bei, auch wenn der jetzt gar nicht mehr wirklich für Ravenetics stand. Als der eine Spast dann zu den 5-Alpha-Spasten YouTubes übergesiedelt ist und seinen alten Best-of-Kanal zurückließ, benannte er den in sein altes Synonym um, das seit seinen anfänglichen YouTube-Zeiten an ihm klebte, Mango. Nur Mango war dann aber doch irgendwie zu generic, also packte man wieder den einen Kürzel vor seinen Namen, der eigentlich ganz allein daran schuld war, dass er immer noch YouTube-Videos macht. So wurde der Kanal zu dem unaussprechbaren Stück Text, das er heute ist, RVNX Mango. Und weil ich hart drauf stehe, mich zu überarbeiten, saß ich nun die vergangenen 4 Monate an einem Projekt, das auf der Basis dieses Tags, der Geschichte und auch diesem Kanal aufbaut. Denn ab der Sekunde, in der dieses Video released wurde, gibt es nun auch R4NX Mango Merchandise auf r4nx.de. Ich wollte das Konzept Merchandise aber irgendwie anders machen und daraus ist die Brand R4NX entstanden. Es gibt Classic Merch in der Meme Collection mit Polarbären, monoton und unfähig und viel zu vielen Zitaten, glaubt mir. Ich wollte aber auch versuchen, Apparel zu designen, die man so gerne trägt, unabhängig von dem, der dahinter steckt, also meinem Teil Zeit Retarded in etwas. Das Kürzel, das eigentlich ganz neutral ist und irgendwie ziemlich nice aussieht, eignet er sich perfekt dafür, von daher gibt es in der History Collection jetzt auch 4 Designs, die eine etwas ästhetischere Natur haben. Letztere sind in der Anzahl außerdem auch beschränkt. Okay, aber jetzt genug monoton und nochmal Serious Time, auch wenn das selten inzwischen so ist. Der ganze Merch-Up ist echt ein Experiment von mir. Ich hoffe, dass die ganzen Designs gefallen euch und vielleicht auch der Gedanke damit, vielleicht so ein bisschen diesen Merch eben designen zu wollen, der ein bisschen, keine Ahnung, einfach schöner zu tragen ist als normaler YouTube-Merch. Für mich ist es auch noch alles neu. Was es gibt, habt ihr ja schon so halb gesehen. Auch einmal die Notice, es gibt 3XL bis 5XL Pullover, sowie V-Neck-Shirts extra, die sind immer auf jedem Produkt rechts am Text, in dem Produkttext verlinkt. Nur, dass ihr das einmal wisst. Auf dem Papier sollten die Dinger bis Weihnachten noch ankommen. Leider hat der Print Provider schon ein bisschen Probleme mit dem Weihnachtsgeschäft, wie das irgendwie überall so ist, außer auf Amazon, weil Amazon einfach alle Leute versklavt. Es könnte sein, dass es bis dahin noch alles locker ankommt. Es kann auch sein, dass es hier in Einzelfällen verzögert. Schickt mir gerne Pics auf Twitter und Instagram, wenn ihr irgendwas habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr da irgendwie ein bisschen was reinballert. Dann kann ich nämlich auch mal ein bisschen scheren und so. Das wäre nice. Eine Sache noch, die ihr bitte unbedingt beachten müsst. Leider konnte ich noch kein Rückgabesystem auf diesem Shop einbauen. Es ist gesetzlich so, dass das sogenannte Produkte sind, die für den Kunden customized gefertigt sind. Und deswegen fällt das normale Rückgaberecht leider weg. Das ist auch noch etwas, was ich ändern möchte. Spätestens zur nächsten Ausgabe von diesem Shop wird sich das auch ändern. Für jetzt guckt aber bitte gerne auf die Größentabellen und messt vielleicht einfach mal irgendein T-Shirt, von dem ihr wisst, dass euch das passt, oder ein Pullover. Weil, wie gesagt, das ist noch so ein Problem, mit dem ich auch noch dealen werde. Danke, dass ihr euch den Scheiß angehört habt. R4NX.de, Link in der Beschreibung. Ballern, Leute.